Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Foundation. Und wir gucken natürlich erstmal hier, was mit unserer Kirche passiert. Die haben wir in der letzten Folge zum Bau in den Auftrag gegeben. Das bin ich mal gespannt, ne? Wie die dann so. Ich meine, bis jetzt sieht es ja schon knuffig aus, ja? Können wir uns ja nicht beschweren. Vor allem, was für einen tieferen Sinn die dann haben wird, ja? Naja, gut, eine Kirche gehört ja in jedes Dorf, ne? Ja, unsere Arbeiter sind hier schon wieder ganz, ganz fleißig dabei. Und ich würde sagen, wir können jetzt auch unser Sägewerk mal wieder mit ein, zwei Leuten bestücken. Und dann gucken wir mal, das machen wir erstmal zu, was wir noch alles Schönes bauen können. Nichts weiter. Weizenfarm, einen bürgerlichen. Da geht es jetzt nämlich los. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die jetzt aufwerte. Beziehungsweise was für Voraussetzungen ich brauche. Das ist jetzt die Frage. Wir können ja mal in die Hilfe nochmal reingehen. Vielleicht steht da ja was drin. Village Center, das ist klar. Haben Bedürfnisse, wenn diese nicht erfüllt werden. Okay. Möchtet ihr die Einwanderung stoppen? Verwendet das Kontrollkästchen Einwanderung oben links. Okay. Okay. Es gibt einige Gebäude, die jetzt gebaut werden können. Das ist klar. Produktion haben wir auch schon. Das haben wir auch. Leibeigene. Wie erweitert man die? Was brauche ich, um die zum Aufstieg zu bewegen? Ich meine, gut, das Dorf ist auch wirklich noch klein, ne? Also es gibt jetzt für mich ehrlich gesagt noch gar keinen Grund, die jetzt schon aufsteigen zu lassen. Aber sonst können wir ja gar nichts weiter bauen. Na, also wir brauchen die. Und dann mal gucken, wie das hier mit unseren Bäumchen vorangeht. Oh, gucke mal. Das ist doch schon sehr ordentlich. Dann können wir hier das Abbaugebiet mal wegmachen. Ah. Sehr schön. Dann haben wir hier nämlich bald Platz. Und ich würde sagen, wir haben Arbeitsplatz. Immer anzeigen. Ich glaube, die Grenzen anzeigen ist, glaube ich, immer eine tolle Sache. Territorium. Aha. Also muss man immer da oben auf das Territorium klicken. So, dann haben wir schon das nächste Gebiet. Oh Mann. Jetzt wird es interessant. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Wir nehmen jetzt hier einfach mal alles an Bäumen weg. Zeichnen das hier mal großflächig, alles schön blau. Dann kann unser Holzfäller hier wunderbar alles wegmetern. Ja. Aber wenn ich hier gucke, ich meine Ausbau, gut, Häuserdichte, Stufe 1. Jetzt die Frage. My Village. Einwanderung, Ausbau der Häuser zulassen. Jo. Das heißt, die bauen sich im Endeffekt von alleine aus, ne? Also so verstehe ich das jetzt. Das heißt, im Endeffekt brauchen wir ja nur mehr Bürger, ne? Mal hier bauen die ja noch. Wir können jetzt aber auch mal unserer Kirche. Ach, wir haben keine Werkzeuge. Na, ganz toll. Wie handeln wir? Hier war doch irgendwo im Menü Handel. Northbury. Loyalität. Oh. Okay. Verkauft. Gut, also die verkaufen Werkzeuge. Müdel. Oh mein Gott. Ja gut, also im Endeffekt bleibt uns gerade nichts anderes übrig, denn wir haben weder, ich denke mal, das soll Brot sein, noch 1000 Barren. Also müssen wir mal mit Davenport Handelswaren. Wir kaufen ein. Kaufen bis zum Wert. Warte mal.
Ich glaube, wir brauchen immer mal so 10, ne? Ich glaube, das ist ganz gut. Brauchen wir dafür einen Handelsplatz? Baut einem Lagerhaus einem Warenlager zuordnen. So ein Lagerhaus haben wir doch. Aha. Okay, das heißt, hier können wir Steine einlagern. Und ich würde sagen, in Slot 3 machen wir die Werkzeuge. Aha. Abgeschlossen. Guck mal. Das haben wir nämlich völlig vergessen. Abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Haben wir schon wieder Aufgaben fertig. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier... Wird jetzt automatisch gehandelt oder brauche ich hier sowas wie ein... Also die verkaufen direkt aus dem Lagerhaus oder wie? Okay. Markt, Holzbrücke, Kirche. So. Also ich kann jetzt nicht unbedingt erkennen, dass ich hier einen Handelsposten bauen soll. Mhm. Naja, guck mal, Mensch, unsere Bevölkerung steigt. Was wollen denn die? Bier und Fleisch oder wie? Mhm. Aber ich kann euch, ich brauche Bürgerliche. Bin ich zu blöd jetzt dafür? Sagt mal. So, wer bist denn du? Arbeiterholzlevel, mehr kann ich ja der hier auch gar nicht. Hm. Nun ja. Vielleicht fehlt es denen auch schlicht und ergreifend gerade an Werkzeug. Es kann ja sein, dass man zum Ausbau dieses Werkzeug braucht. Hm. Dann gucken wir mal, wie das hier jetzt weiterläuft. Ist doch recht interessant. Oh, guck mal, das Lagerhaus. Jetzt haben wir hier Steine drin. Oh, Backe. Okay. Ja, aber es läuft doch. Ich bin zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es läuft so, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Ganz entspannt, ganz, ganz chillig. Ich würde jetzt aber trotzdem ganz gerne, dass die Kirche hier mal an Priorität gewinnt. Ne? Sobald ein Werkzeug da ist, dass sie die Kirche auch fertig bauen können. Ja, sehr schön. Ich denke mal, dass denen wirklich Sachen fehlen zum Erweitern. Und dann bin ich gespannt. Für die Lagerung und den Handel von Waren benötigt, seht ihr. Also braucht man im Endeffekt nur das Lagerhaus. Das ist doch gar nicht mal verkehrt. Hinweisfenster. Wie komme ich denn zu? Ich sage, das ist Arbeit, Königreich, Klerus. Ach du lieber Himmel. 10 Landeigene, okay. Aha. Hölzerner Bergfried, Schalte, Holzwand, große Steinmauer. Okay. Was kann ich hier? Alles klar. Eine Botschaft aus dem Königreich. Wir erlauben es Ihnen, einen Außenposten für Ihr Territorium zu errichten. So wird es möglich sein, an militärischen Kampagnen für Ihren Lehnsherrn teilzunehmen. Ein Privileg, vergesst es nicht. Ja, nee, im Moment erstmal nicht. So, das heißt, wir können ein Herrenhaus, eine Hecke und eine Fischerhütte. Ja, gucke mal, das machen wir doch mal. Erhöht den Rang eurer Dorfbewohner auf bürgerliche. Ach du Scheibenkleister. So einfach war das jetzt. Naja, gut. Oh Mann. Na, gucke mal, jetzt ist unsere Kirche fertig. Ist doch schick, oder? Die ist doch wirklich schick geworden. Sehr schön. Machen wir das mal aus.
Jetzt habe ich auch raus. Also ich hatte gleich rausgefunden, wie das hier funktioniert mit den Screenshots. Steuerung U, für die, die es auch wissen möchten. Okay, dann würde ich sagen, können wir doch mal weiter ausbauen. Ich denke, Bäckerei, Schifferei, Weberei, Schneiderei. Ich habe doch gerade Holzbrücke, Markt, ländliche Kürze, Bergfried. Hier schon Pflanzenbogen. Oh mein Gott. Windmühle, Bäckerei, Schifferei, Schneiderei. Ich habe doch gerade hier oben. Ach so. Kann ich gar nicht freischalten, gesperrt. Was brauche ich jetzt dafür? Zwei so eine Sterne oder wie? Also hier Punkt 2. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Deko bauen. Alles klar, nee, dann beschäftigen wir uns erstmal mit den Sachen, die wir machen können. Und zwar eine Weizenfarm. Das ist doch cool. Das ist doch das, was wir uns immer alle wünschen. Ich habe nicht genug Geld. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sparen wir erstmal noch einen Moment. Okay. Na Mensch, das sieht doch schon gut aus. Was können wir denn für Prunk überhaupt bauen? Sollen wir nochmal gucken. Pflanzenbogen. Wie sieht der aus? Aha. Ein Zierbaum. Ein Straßenschild. Ja, da könnte man ja sagen. Wenn ihr da weitergeht, dann kommt ihr zur Kirche. Kann ich nicht bauen. Kostet auch wieder Geld, wa? Straßenschild. Ach, 2 Holz. Na doch, ist ja da. Und wie viel bringt mir dieses Schild? Gar nichts. Gar nichts. Dient der Verschönerung. Dient der Verschönerung. In der Verschönerung. Ja, dann würde ich sagen, ja, ja. Markt. Kann man doch mal machen. Oh, Auswärtsessen. Mein Lord, wir müssen wählen, wem wir helfen wollen. Oh Mann. Ich werde meinem Volk helfen. Ach du Schande. Joa. Kommt hier noch ein Straßenschild hin, weil es so schön ist? Wohngebiete, Wohngebiete. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein Wohngebiet ein bisschen größer. Abbau machen wir. So, können wir hier schon wegnehmen. Obwohl diesen einen Baum, ob er das jetzt erkennt, ja, lassen wir mal so, wa? Ja, gucke, und schon wird das nächste Haus gebaut. Holla, die Waldfee. Also, wir werden hier. Ich glaube, eine recht große Zivilisation sogar ausbauen. Was ja sehr cool ist. Wir haben Werkzeuge bekommen, ja, und schon geht's los. Wir brauchen mehr Geld! Wir brauchen mehr Geld! Das ist ja jetzt die Frage. Gut, wir haben jetzt auch ein bisschen was gebaut. Wir brauchen unbedingt mehr Taler. Kommen wir nicht drum herum. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir doch mal unsere Weizenfarm hier so hin, ne? Sieht das hier überhaupt aus? Moment, ich muss das mal wieder einblenden. Ah, so ein Mist. Ja, man weiß gar nicht so richtig, wo man denn bauen soll. Aber ich würde sagen, wir machen die dann. Eigentlich brauchen wir jetzt nochmal 500 Taler für noch ein Gebiet, was wir denn abholzen können. Ja. Ich glaube, die Weizenfarm, ich meine, man könnte sie auch hier hinsetzen, dass sie dann hier immer größer wird, ne? Dass man denn hier den. Also, wenn wir das hier gekauft haben, jetzt können wir mal gucken. Genau, dann könnte man das hier als nächstes kaufen. Dass man hier das Farmgebäude hinstellt und dann vielleicht die Felder nach hier hinten schiebt. Wäre ja eigentlich eine ganz coole Sache. Das machen wir auch gleich. Alter, was kostet denn hier immer zu so viel Geld?
Wir brauchen unbedingt mehr Geld. Leute, baut Häuser. Los, los, los. Ach, Mensch. Vielleicht sollten wir auch erstmal die sind ja ganz schön teuer, die Werkzeuge. Und es ist ja die Frage, ob man auch wirklich jedes Mal Werkzeuge braucht, wenn man was baut. Hätte man eine Weizenfarm. Oh ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja, dann müssen wir warten. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Warten, bis wir noch genug Geld für die Weizenfarm haben. Gucken, dass hier noch ein paar Leutchen was bauen, damit wir Steuereinnahmen generieren können, ne? Ist ja nicht so, dass wir gierig sind, wa? Sehr schön. Also mir gefällt das hier mit der Hanglage immer noch sehr, sehr gut. Ja, und da werden wir uns einfach in die Richtung hier erweitern erstmal. Ja, aber so richtig vom Fleck kommen wir ja nicht, ne? Hm. Oh nein. Belohnung. Ich denke mal, das sollen Fische sein, ja. Ein Punkt. Jetzt habe ich natürlich meine Punkte hier reingesteckt, ne? Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Oh, jetzt ganz schnell Weizenfarm. Was? Muss uns beeilen, solange wir das Geld haben. Oh, wir sind in Miesen. Ob das jetzt so eine gute Idee war, ich weiß es nicht. Produziert Weizen. Setzen wir mal die Produktivität an, obwohl. Ach, gucke, die bauen hier gleich ran. Ne, das ist auch wieder so ein Zwei-Familien-Ding wahrscheinlich, ja. Was ich auch wirklich knuffig finde, ist, dass sich die Straßen so von allein bilden, ne? Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Guck mal, hier rennen sie alle im Kreis. Und los geht's. Und wieder weg. Was seid ihr denn? Achso, sah eben schon fast aus wie Kinder. So, und jetzt bauen wir hier eine Weizenfarm. So gut. Werkzeuge sollten wir ja auf Lager haben. Martin ist der Baustelle zugewiesen. Na los, Martin, zeig, was du kannst. Auf, hier geht's. Oh, war ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir hier so viele Bewohner haben. Auf der einen Seite ja, weil die sollten ja eigentlich Einnahmen generieren. Hoffe ich mal. Könnten Handelswaren. Haben wir irgendwas? Steine. Wir könnten auch mit Steinen handeln. Dass wir vielleicht mal ein bisschen Geld dazu kriegen, denn wir haben wirklich so viele. Ach, wir machen jetzt erstmal 15 Steine. Ne, bis zum Wert ist ja doof. Bis zum Wert 15. Was ist das jetzt? Bleiben denn 30 für mich über? Naja, probieren wir mal. Wir werden ja sehen, was bei rumkommt. Beziehungsweise müssen wir natürlich auch gucken, kaufen die Steine? Verkaufen, die kaufen gar keine Steine. Na, ganz tolles Ei. Aber sie kaufen Beeren für 2 behauene Steine und Bretter. Warte mal, wir können doch hier auch einstellen. Bretter. Achso, Moment. Handelswaren, Bretter. Können wir ja auch mal machen. Gehen wir mal auf 20. Verkaufen bis zum Wert. Und dann gucken wir mal. Das sollte ja ein bisschen Einkommen generieren. Unsere Weizenfarm ist fertig.
So, Getreidefeld zurücksetzen. Nee, das wollen wir nicht. Freien Dorfbewohner zuweisen. Machen wir gleich mal alle drei. Und jetzt haben wir hier Landwirtschaft. Sehr cool. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein schönes kleines Feld. So. Ich würde sagen, vielleicht so, wa? Einmal rund ums Haus. Ja, guck. Und schon sind sie am Ansehen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Rennen sie ja los. Sehr knuffig. Ich mag diesen Stil. Ich mag das immer ganz gern, wenn man Spiele gleicher Art in unterschiedlichen Grafiken spielen kann. Finde ich immer ganz, ganz klasse. Ja, ich meine, es gibt ja einige Aufbauspiele, aber ich finde immer sowas ganz erfrischend. Ja, wenn es mal nicht ganz so, naja, auf echt, auf Realität getrippt ist, sondern wirklich auch mal ein bisschen in knuffiger Grafik gestaltet ist, ja. Finde ich sehr schön. Also ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Sehr schön. Dann wächst jetzt hier unser Getreide. Man sieht schon die Ähren. Die steigen nach oben. Wunderbar. Guckt sich einer das an. Das ist ja ein Traum. So wünscht man sich doch das. Sehr cool. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen für diese Folge zum Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.